1962 habe ich mit dem Turm angefangen. Vater hatte nicht so richtig mehr Lust und du kannst auf jeden Fall erstmal mit anfangen. Es hat sich so ergeben, dass mein Vater eben zeitig starb und ich dabei geblieben bin und das weiter durchziehen musste. Und wenn man dann erst diesen Virus taube hat, einfach wieder aufhören und sagen, ich mache gar nichts mehr, glaube ich, geht gar nicht. Ich habe in der Reise 80 Tauben zum Fliegen, 40 Vögel, 40 Weibchen. In der Zucht 30 Weibchen, 30 Vögel sind ja immer paarweise, sodass wir im Schnitt 140 Tauben über Winter haben und dazu jetzt 100 Junge kommen. Die Brieftaube ist so weit entwickelt und gezüchtet worden, dass man heute locker bis 1000, 1200 Kilometer mit Brieftauben fliegt. Eine Taube fliegt nirgends von der Heimat woanders hin, sondern eine Taube muss erst wegtransportiert werden. Wir sind die ersten Jahre nach der Wende immer gleich nach Österreich gefahren und haben uns da in den Bergen das Wandern ein bisschen angewöhnt. Und an den Berghütten oben, die nicht zugänglich waren, gleich nach der Wende war Telefon und Handy alles ja noch nicht so entwickelt wie jetzt, haben die noch in den 90er Jahren mit Brieftauben gearbeitet. Das heißt, wenn die hochgewandert sind zu ihrer Berghütte, haben die da 5, 6 oder 7 Tauben mitgenommen in einem Korb, haben die da oben versorgt. Und wenn sie irgendwas brauchten, haben sie die Tauben in Zelle am Bein gemacht und die zurückgeflogen nach Innsbruck, da wo sie zu Hause war, und haben eine Nachricht überbracht, was ihr da oben auf dem Berg fehlt. Hier kann man jetzt einen Zettel rumwickeln. Oder früher, als man noch Nachrichten überbracht hat, gab es Hülsen, die wurden darüber geschoben und dann nochmal eine zweite Hülse, da kam die Nachricht rein. Rum, dann noch eine zweite Hülse, damit es dicht war. Und dann hat die Taube das am Bein nach Hause getragen. Im Jahr, wir fliegen 12 Wettkämpfe mit einer Gesamtleistung von rund 4.500 Kilometer, Flugkilometer. Was begeistert einen daran, wenn man jedes Jahr wieder, wenn man mitmacht, auch wieder gewinnen will und unter den Taubenzüchtern der Beste sein will, sage ich einfach mal so. Die Einflüge, das sind sogenannte Sputniks. Sie bestehen aus einem Einflug und Ausflug. Der Ausflug ist im unteren Bereich, da wird die Klappe genommen, wird hochgehangen, sodass die Tauben unten rausfliegen können. In diesem Zustand, so wie es jetzt ist, können die Tauben rein- und rausfliegen. Wird die Klappe unten geschlossen, besteht nur noch die Möglichkeit, dass die Tauben im oberen Bereich rein können. Also das heißt, sie können nur den Schlag aufsuchen, aber nicht den Schlag verlassen. Die Taube kann oben nicht rausfliegen, weil das Loch gerade so groß ist, dass sie mit angelegten Flügeln durchlaufen kann. Wenn sie von unten nach oben hoch will, so hoch kann die Taube nicht hopsen oder springen, sondern sie muss ranfliegen. Und wenn sie ranfliegt, hat sie die Flügel auseinander und passt nicht durch das Loch. Das ist richtig gutes Standardfutter, so wie man es zum Kaufen kriegt, speziell für Tauben. Wird in der Saison früh und abends gefüttert und sollte eigentlich alles beinhalten, dass er Leistung bringen können. So wie der Schlag im Augenblick da ist, ist er im Zuchtmodus. Das heißt, die Tauben
haben ihre Zelle, sitzen paarweise in der Zelle und brüten, haben hier, sitzen auf Eiern, versuchen ihre Eier auch zu verteidigen, indem dass sie den Flügel heben oder mit dem Flügel schlagen und beißen und pieken und machen. Das ist so, das ist ihre Nestliebe und aus dem Grund fliegen sie auch nach Hause, weil das ihre Heimat ist und da ihre Jungen großgezogen werden. Das ist ein Rost, wo die Tauben drauf sitzen und darunter ist ein Kotband. Das heißt, das ist wie ein Förderband, wo man auf den Knopf drückt und der Kot geht weg. Tauben sind wie kleine Kinder, sie schmottern überall hin und wenn man hier aufpasst, liegen sie auch noch im Dreck. Also es ist genauso wie in der Familie, von früh bis abends ständig Arbeit.